Gut geht's. Gemeinsam für ein gutes und gesundes Leben in Frankfurt. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Ela. Ich bin eine Fee und kümmere mich um alle Menschen in Frankfurt. Warum bist du denn so spät noch wach? Kannst du nicht schlafen? Nein, ich muss an meinen Freund aus der Schule denken. Er hatte heute kein tolles Frühstück dabei wie anderen. Deshalb war er traurig. Was war denn mit seinem Frühstück anders? Ich habe immer viel Obst und Gemüse dabei und meine Eltern machen mir jeden Morgen ein frisches Brot. Mein Freund aber hat meistens nur ein trockenes Toast dabei und war neidisch auf mein Frühstück. Das ist wirklich schade. Ein Frühstück, wie du es dabei hast, ist wichtig für deine Gesundheit. Man braucht es, um gut in den Tag zu starten und um groß zu werden. Was meinst du damit? Was ist eigentlich Gesundheit? Gesundheit meint viele Dinge. Zum Beispiel bedeutet es nicht nur, dass du nicht krank bist, sondern auch, dass du dich gut und wohl in deinem Körper fühlst und dass du glücklich bist. Und das kann Frühstück machen? Dazu gehören viele Dinge. Unter anderem auch ein gesundes Frühstück. Aber lass es mich dir von Anfang an erklären. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Vieles kannst du nicht beeinflussen oder verändern, wie zum Beispiel dein Alter, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist oder andere Dinge, die dir vererbt wurden. Es sind auch andere Dinge wichtig, die du nur schwer beeinflussen kannst. Zum Beispiel, wie du und deine Familie zu Hause leben. Das Tolle ist, dass es auch Dinge gibt, die du verändern kannst. Du kannst entscheiden, mit wem du deine Zeit verbringst und was ihr macht. Und du kannst auch dabei mithelfen, dein Zuhause und deinen Stadtteil Höchst und Unterliederbach zu gestalten. Das heißt, ihn auch mit zu verändern, indem du dich beteiligst. Das heißt also, dass ich viel für meine Gesundheit und meinen Körper selbst tun kann, aber auch Hilfe von anderen brauche, damit ich gesund groß werden kann? Genau. Ein wichtiger Teil ist deine Umwelt, also die Welt, in der du lebst. Sie besteht aus vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Kultur, wie Museen und Dinge, die du in deiner Freizeit machen kannst. Auch die Politik ist Teil der Umwelt, weil sie Entscheidungen für uns Frankfurter trifft. Zum Beispiel, dass Kinder kostenlos ins Schwimmbad gehen können oder dass der Kita-Besuch ab jetzt nichts mehr kostet. Aber auch die Wirtschaft und große Unternehmen sind wichtig. Und all das kann mir helfen, dass ich gesund und groß werde? Genau, so ist es. Alle Menschen um dich herum können dir helfen, dass du mehr über dich, deinen Körper und deine Gesundheit lernst. Was dir auch noch helfen könnte, um gesund zu leben, könnte zum Beispiel ein schön gestalteter Platz in der Höchster Altstadt sein, wo du dich viel besser bewegen kannst. Also müssen alle Menschen zusammenarbeiten, damit wir alle gesund bleiben? Ganz genau. Es ist wichtig, dass alle Menschen, egal ob groß oder klein, an den Entscheidungen mitbestimmen können und ihre Meinung gehört wird. Kann ich auch dabei helfen, dass alle Kinder hier in Höchst und Unterliederbach gesund aufwachsen können? Natürlich kannst du das. Fällt dir etwas ein, was du tun könntest? So auf die Schnelle weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich gehe mal mit meinen Freunden auf Entdeckungstour durch Höchst und Unterliederbach und schaue, was man verbessern könnte und wo etwas fehlt. Das ist ein guter Anfang. Ah, mir fällt doch gerade noch eine Idee ein. Man könnte in der Stadt einen Trinkbrunnen hinstellen, damit alle Menschen zu jeder Zeit was trinken können. Das ist ja viel gesünder als Cola oder Limo. Ja, super, das ist eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn du deine Idee auf der Kinder- und Stadtteilkonferenz am 27. September im BIKUZ bei dem Projekt Gut geht's vorstellst? Was ist genau denn das Projekt Gut geht's und was wird auf der Konferenz gemacht? Gut geht's hat das Ziel, dass alle Kinder und Jugendliche in Höchst und Unterliederbach gesund und glücklich groß werden können. Deshalb wollen wir bei der Konferenz gemeinsam Ideen entwickeln, die wir umsetzen können. Vielleicht können wir auch Projekte, die es schon gibt, unterstützen oder sogar miteinander verbinden. Deshalb machen wir eine Konferenz, auf der Kinder und Jugendliche, Eltern, Erwachsene, Fachleute und viele andere Menschen aus Höchst und Unterliederbach zusammenkommen und überlegen, was man verändern könnte.
Was sind denn Fachleute? Fachleute können Ärzte, Politiker, Lehrkräfte, jemand von der Krankenkasse, Wohlfahrtsverband, Krankenhausmitarbeiter aus dem Jugend- und Kulturzentrum oder der Medienwerkstatt hier in Höchst sein. Außerdem auch Mitarbeiter städtischer Ämter oder aus Vereinen. Ah, okay, die kenne ich alle noch gar nicht. Aber es ist ja bestimmt schön, sie kennenzulernen. Aber ich bin doch nur ein kleines Kind. Da werde ich doch nicht ernst genommen, oder? Genau das ist der Punkt. Nur ihr Kinder wisst selbst, was ihr für ein gesundes Leben und glückliches Großwerden in Höchst und Unterliederbach braucht. Bei dem Treffen wirst du viele verschiedene Leute kennenlernen, die dir dabei helfen können, deine Ideen vielleicht umzusetzen. Im Mittelpunkt steht dabei, dass du dich gesund ernährst. Das heißt, wenn du gesund isst, wie zum Beispiel so ein Frühstück mit viel Obst und Gemüse und viel Wasser trinkst, was gut für deinen Körper ist, schlechte Sachen wie Alkohol und Getränke mit viel Zucker oder wenn du sogar rauchst, wie manche Jugendliche und Erwachsene das tun, es einfach weglässt, denn das kann deinem Körper schaden. Wichtig ist es, dass du Freude an Bewegung durch mehr Aktivitäten in deinem Stadtteil hast. Das heißt, dass du dich mindestens 30 Minuten am Tag bewegen solltest. Auch wichtig ist es, deine Umgebung, in der du wohnst, aktiv mitgestaltest. Das heißt, dass du mitbestimmen darfst, was in deiner Umgebung zu finden ist. Auch toll wäre es, wenn du dich in deinem Stadtteil wohlfühlst. Das heißt, dass du dich sicher fühlst, wenn du gut zur Schule kommst und gerne dorthin gehst und wo es genügend Platz gibt, auch mal um zu spielen oder dich mit Freunden zu treffen. Toll ist es, wenn du die deutsche Sprache auch leichter lernen kannst. Das ist wichtig, damit du dich gut mit deinen Freunden und Klassenkameraden unterhalten kannst und die Bücher in der Schule besser verstehst. Genauso wichtig ist es aber auch, dass du über Handys, Computer, Fernsehen und alles andere Bescheid weißt. Es ist nämlich wichtig, dass du lernst, nur für eine begrenzte Zeit diese Dinge zu benutzen und nicht den ganzen Tag vor der PlayStation zu sitzen. Puh, das ist ja wirklich viel, bei dem ich mithelfen kann. Da freue ich mich drauf. Da muss ich jetzt schnell schlafen und morgen meinen Freunden davon erzählen. Die werden bestimmt auch viele Ideen haben. Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass mein Freund bald ein gesundes und leckeres Frühstück dabei hat. Das wäre natürlich super. Wir sehen uns dann auf der Konferenz. Ich freue mich auf dich und deine vielen Ideen. Hoffentlich kannst du jetzt gut schlafen. Gute Nacht.